Der nächste Zynismus seitens des Europarates. Statt die Anteilnahme dem belarussischen Volk gegenüber zu zeigen oder wenigstens den Abschluss der Trauer und der Beerdigung der Opfer des unmenschlichen Terroraktes abzuwarten, haben die Eurobeamten über den Schutz der radikalen belarussischen Opposition verhandelt. Der Generalsekretär des Europarates hat das offizielle Kiew gestern total verblüfft. Die Ukraine muss sich mit dem Aufstieg der Demokratie im Nachbarland auf jede Weise beschäftigen und der belarussischen Opposition helfen. Die Ukraine könnte den Einfluss auf Belarus verwenden, wie das Nachbarland, wie der Beamte es formuliert hat. Er hat auch informiert, dass während des geplanten Besuches in Kiew beabsichtigt ist, auf die ukrainischen Behörden Druck auszuüben. Das Ziel: die Einleitung von Wirtschaftssanktionen und die Beendigung der handelsökonomischen Beziehungen, sowie die Unterstützung der extremistischen Gruppen und Bewegungen in Belarus. Dies sei jetzt die Hauptaufgabe des Europarates. Wir werden erinnern, dass kurz vor dem Terrorakt in Minsk die Finanzierung der Opposition viermal vergrößert wurde.